die Symptome. Es gibt körperliche Symptome. Es gibt ja kaum Symptome, die mit einer Depression nicht irgendwie in Verbindung stehen können. Häufig ist ein Gefühl der Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Schwitzen, Heißhunger, Magenschmerzen, Kraftlosigkeit, Kopfschmerzen. Dann ganz wichtig, auch das Gefühl, in der Früh nicht aufzukommen. Am Abend ist manchmal ein bisschen besser, aber muss nicht sein. Es gibt Symptome, Migräne ist oft verbunden mit Depressivität, aber auch alle anderen, Bluthochdruck ist oft korreliert, auch Niederdruck. Also alle möglichen körperlichen Symptome können bei einer Depression auftreten. Wenn man nur körperliche Symptome hat, das gibt es oft, wenn Patienten zum Arzt kommen und sagen, also ich fühle mich so schlapp und so nieder. Und wenn er sagt, wie ist Ihre Stimmung? Na, die Stimmung ist okay. Ja? Dann spricht man von einer sogenannten larvierten, einer versteckten, verborgenen Depression. Das ist ziemlich häufig, insbesondere dort, bei den Menschen, die denken, wenn man eine Depression zugibt, dann ist man schon verrückt. Ja, wo das sozusagen unüblich ist, zu sagen, also mir geht schlecht oder ich bin depressiv. Das nimmt zum Glück ab. Ja. Die Depression wird immer mehr akzeptiert als eine Form von Störung, von Krankheit. Aber wie gesagt, hinter diesen körperlichen Beschwerden kann sich oft eine Depression verbergen. Das erkennen übrigens oft die Ärzte auch nicht. Ja. Und behandeln dann gegen irgendwelche Schmerzen mit Schmerzpulver oder Magnesium oder allen möglichen oder Sauerstoff. Also da gibt es eine bunte Palette von Behandlungen und da kommt ein wichtiger Punkt herein. Viele Depressive werden von selber wieder gesund. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Nicht alle Depressionen brauchen eine Behandlung. Deswegen schwören auch manche auf irgendwelche Heilmittel, die eigentlich gar nichts gewirkt haben, sondern die Person ist einfach von selber wieder gesund worden. Und neben den körperlichen Symptomen gibt es natürlich eine Reihe von psychischen Symptomen. Zum Beispiel, wenn man immer keine Fantasien mehr hat. Das Gefühl, man ist wie ein Roboter im Leben. Ein tiefes Leidgefühl hat. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wo Sie selber diagnostizieren können, ob Sie eine Depression haben oder nicht. Und ich verwende das bei mir auch. Ja? Und zwar nennt man das die Beck'sche Trias. Also der Herr Beck hat das erfunden, deswegen nennt man das nach dem Herrn Beck. Der hat herausgefunden, es gibt drei Punkte. Wenn die zusammentreffen, dann ist man gerade in einer Depression. Nämlich die Selbstentwertung, die Fremdentwertung und das Wichtigste, der Zusammenbruch der Zeitachse. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz erklären, weil das ist sehr, möchte ich sagen, angreifbar, dieses Bild. Also sehr zum Angreifen. Jeder, der depressiv ist, kennt dieses Gefühl, dass man sich selbst entwertet, dass man nichts von sich hält, dass man ziemlich unzufrieden ist mit sich, um nicht zu sagen, eine gewisse Selbstverachtung, ein Gefühl der Schwäche. Also man hat eine negative Einstellung zu sich. Und manche haben auch eine negative Einstellung zu den anderen. Ja, die sagen, na, mir kann niemand helfen. Oder meine Einsamkeit erreicht einfach niemanden. Ja, niemand kann fühlen, wie ich empfinde. Die anderen, na, auch nichts. Und
der dritte Punkt, und das ist der wichtigste Punkt, der Zusammenbruch der Zeitachse. Das heißt, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es eine Zukunft gibt, die sozusagen wieder hell wird, und das, was vergangen ist, zählt nicht mehr. Die ganzen Errungenschaften, die ich erreicht habe, das ist alles vergangen, das zählt nicht mehr, das ist wurscht. Und dieses Gefühl, dass es sozusagen keine Zeitperspektive mehr gibt, das ist das Hauptsymptom der Depression. Und jetzt umgekehrt, wenn jemand sagt, also es geht mir schlecht, aber da vorn sehe ich Licht in der Zukunft, dann ist er schon nicht mehr so depressiv oder gar nicht depressiv. Wir wissen, dass viele Menschen in objektiven Verzweiflungszuständen gar nicht depressiv sein müssen. Ja? Ich sage nur ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl landet. Es gibt viele, die sagen, nach dem ersten Schock natürlich, nach der ersten Phase der Lebensumstellung, das bereichert mich sogar. Ja, ich habe endlich zu mir gefunden. Und ich kann mir eine Zukunft so gut vorstellen. Aber auch Menschen mit anderen Schicksalsschlägen können das so verarbeiten, dass sie sagen, ja, dieser Schicksalsschlag hat mir eigentlich eine Richtung gewiesen. Sei es eine Krebserkrankung oder sonst irgendein dramatisches Lebensereignis. Das heißt, eine positive Zukunftserwartung ist sozusagen ein antidepressives Zeichen. Und es geht so weit, dass Todkranke zum Beispiel gar nicht depressiv sein müssen. Da müssen oft die Angehörigen mehr behandelt werden als der Betroffene selbst. Also die positive Zukunftserwartung, was immer das ist, ja, ist ein wichtiges diagnostisches Merkmal, dass man keine Depression hat. Die negative Zukunftserwartung ist das Gegenteil. Das ist sozusagen ein Hauptkriterium für Depression. Und wenn man alle drei zusammenschaut, dann weiß man genau, man hat eine oder nicht. Denn wenn ich mich selber mag, ja, ich finde mich okay, ja, dann kann ich sehr wohl sagen, also ich finde Sie nicht okay. Ja, aber dann habe ich keine Depression, Sie vielleicht, aber ich nicht. Ja, wenn man zurückgewiesen wird, nicht? Fühlt man sich gekränkt. Umgekehrt, wenn ich mich schlecht fühle, aber ich glaube, sie ist super und ich schaue auf sie und schaue, wie macht sie das im Leben, dann bin ich auch nicht ganz depressiv, sondern dann habe ich einen Orientierungspunkt. Und interessanterweise, das habe ich einmal untersucht vor vielen Jahren, wenn Menschen in Psychotherapie kommen, sind sie meistens schon vom Tiefpunkt ein Stück weg. Denn sie haben schon eine Entscheidung getroffen, etwas zu tun, nämlich in Psychotherapie zu gehen, in der Hoffnung, Hoffnung ist ein wichtiges Stichwort, in der Hoffnung, dass es in der Zukunft eine Lösung gibt, positive Zukunftserwartung. Das heißt, der ärgste Tiefpunkt ist meistens schon weg, wenn jemand in Behandlung kommt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil sozusagen man schon wieder eine Zukunftserwartung aufgebaut hat, eine positive, die zwar noch nicht eintritt, aber doch vorhanden ist. Ich gebe Ihnen ein politisches Beispiel, weil wir gerade sozusagen jetzt die Anschlussdebatten haben und Erinnerungen an 1938. Der damalige Bundeskanzler Figl hat zu Weihnachten 1945 eine Ansprache gehalten, wo er gesagt hat, ich kann euch nichts geben, wir haben nichts. Nicht einmal ein Glas für die Fenster und nicht genug Brot. Ja? Aber ich kann euch bitten, glaubt an dieses Österreich. Das heißt, habt eine positive Zukunftsvorstellung.
Und das hat er ganz stark vermittelt, dass er diese positive Zukunftsvorstellung hat in einer Situation, wo objektiv sozusagen das Land am Boden war, die Menschen am Boden waren. Aber das heißt nicht, dass man depressiv ist. Ja, man kann in einer Krise durchaus sozusagen fähig sein, diese Krise anzugehen und zu bewältigen. Nur wenn man das Gefühl hat, es bricht alles zusammen, dann ist man in einer Depression. Es gibt keine Zukunft mehr. Das hat auch Bitte. Der Herr Wolpert in seinem Buch Aha. auch geschrieben. Der hat geschrieben, dass er sich, wie er wirklich am Tiefpunkt war, hat sich nicht vorstellen können, dass er da jemals überhaupt einmal herauskommen kann. Und er gibt ganz am Schluss mit, was soll ich einem Depressiven mitgeben? Genau. Sei nicht untätig, triff die Entscheidung, lass dir helfen. Also das ist auch sein letztes, genau was Sie gesagt haben. Wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann geht es wieder aufwärts, dass man sich helfen lässt. Genau. Aber eins muss ich noch einschränkend sagen, weil das auch in der Diskussion gefallen ist. Sie, glaube ich, haben das genannt. Wenn man in einer Depression drin ist, kann man wirklich nicht. Man kann nicht. Es nutzt nichts, wenn man sagt, reiß dich zusammen. Man sagt sich eh dauernd selber, reiß dich zusammen, und man kann nicht. Ja? Also in diesem Zustand braucht es klingt jetzt ein bisschen blöd, ja, aber es ist so, braucht es Verständnis, dass jemand in so einem Zustand sich befindet. Wenn zu mir zum Beispiel jemand kommt, um wieder das Beispiel zu sagen mit der Depression im Zusammenhang mit einer Scheidung, dann sage ich, Sie können es sich nicht vorstellen, aber ich sage Ihnen aus meiner Erfahrung heraus, ich weiß eh, es nützt nichts, wenn ich es Ihnen jetzt sage, aber in einiger Zeit werden Sie erleben, dass es Ihnen wieder gut geht und Sie werden sich wundern, dass es Ihnen damals, nämlich heute, so schlecht gegangen ist. Weil ein wichtiges Prinzip eben das Prinzip Hoffnung ist. Nicht nur im Leben überhaupt, sondern für Depressive insbesondere. Denn das ist oft der einzige Anker, den Depressive haben, dass es andere gibt, die sozusagen noch an eine Veränderung glauben, auch wenn sie selber nicht mehr dran glauben. Und dieser Hoffnungsschimmer der anderen kann oft Leben retten. Weil man erlebt, es gibt vielleicht doch jemanden, der sich vorstellen kann, dass sich mein Zustand noch verändert. Wir haben auch schon über die Ursachen gesprochen. Nicht, wir haben gesprochen über biochemische Veränderungen, die organisch bedingte Depressionen hervorrufen können. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Sie beeindruckt nur so, weil die Psychiater meistens mit diesen Menschen zu tun haben und daher von diesen Menschen reden. Aber das sind nur ein paar Prozent aller Depressiven. Der große Teil leidet nicht an so einer organisch bedingten Depression. Auch wenn man depressiv ist, wie ich schon beim ersten Bild gesagt habe, eine Menge depressiver Symptome, körperlicher Symptome haben kann, heißt es nicht, dass das körperlich bedingt ist, sondern das sind Begleiterscheinungen. Und ein Hauptpunkt natürlich im Verständnis der Depressionen ist immer die Kränkung. Wer oder was hat mich gekränkt? Das frage ich immer. Wer hat Sie gekränkt? Wenn jemand kommt und sagt, ich fühle mich so entsetzlich. Wer hat Sie gekränkt? Oder was hat Sie gekränkt? Und da wird man in der Regel fündig. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Denn die meisten wissen sehr genau, was im Leben sie wirklich sozusagen aus dem Gleis bringt, aus der Reihe bringt. Und es können jetzt natürlich unterschiedlichste Dinge sein, das bei der Kindheit angefangen, ständige Erlebnisse, dass die Eltern einem signalisieren, man ist nichts wert. Oder ständige Schuldgefühle, weil man den Eltern nicht gerecht wird. Oder in der Partnerschaft. Denken Sie nur an Ihre Partner, nicht? Wie oft Sie diese Partner, die man einmal so geliebt hat, so schwer gekränkt haben. Nicht? Sie denken jetzt gerade an jemanden?
Wann wer mich gekränkt hat. Ja, Mania. Wer sie gekränkt hat, nicht? Und das sind natürlich, wenn das in einem hohen Ausmaß passiert, dann ist man natürlich verstimmt. Bis hin zur Melancholie. Aber das ist nur ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist bei der Scheidung, habe ich schon erwähnt, nicht? Warum die Menschen in Scheidungssituationen, das gehört übrigens nach dem Todesfall zum zweitstärksten Stress, den es gibt, die Scheidung. Bei der Trennung vom Partner ist man in Wahrheit ja nicht traurig, dass der Partner einen verlässt. Oder, weil wenn man genau hinschaut, das empfehle ich dann immer, das versuche ich dann immer klar zu machen, dass das nicht aus dem heiteren Himmel kommt, sondern dass das eine Entwicklungsgeschichte ist. Und die wenigsten, ja, wenn so eine Krise vorbei ist und eine Scheidung erfolgt ist, heiraten wieder. Die meisten sind heilfroh, ja, und sind nach Jahren, sagen sie, Gott sei Dank bin ich mit dem oder der nicht mehr benannt, ja. Aber in der Situation ist man oft sehr depressiv, weil man denkt, weil man gekränkt ist über die eigene Eitelkeit. Dass man gedacht hat, das wird ein super Entwurf und jetzt ist man enttäuscht, dass man das nicht geschafft hat. Nicht? Man entwirft ein lebenslängliches, nicht? Beim Traualtar kommt natürlich auch vor, aber meistens denkt man, das wird eine super Sache. Und man steht sozusagen dann vor einem scheinbaren Scherbenhaufen und eigentlich ist man über sich selbst enttäuscht. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist man auch in der Lage, den anderen realer und konkreter zu sehen, wie der wirklich ist. Und in vielen Fällen muss man sagen, es ist oft vernünftig, dass die Partner sich getrennt haben, weil sie einfach am Ende ihrer Beziehung waren. Aber das sieht man in der Situation überhaupt nicht. Also, Kränkungen am Arbeitsplatz, weil das Wort Burnout gefallen ist. Es gibt ein hohes Ausmaß an Kränkungen am Arbeitsplatz, das leider oft zu wenig beleuchtet wird, auch in der Psychotherapie-Literatur. Ja? Dass Menschen, die sozusagen Burnout, heißt ja schon, man hat einmal gebrannt, burnt, ja, vom Brennen, man ist ausgebrannt und das heißt ja, man hat einmal gebrannt. Und durch Kränkungen am Arbeitsplatz kann man natürlich in eine schwere Depression kommen, bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Und viele der sogenannten Arbeitsunfähigkeitspensionen sind in Wahrheit Folgen systematischer Kränkungen am Arbeitsplatz. Das muss man einfach sehen. Also auch hier wieder Kränkungen. Und es kann natürlich sozusagen, man kann es nicht sozusagen objektivieren, ja, weil was den einen kränkt, ist dem anderen völlig blunzen. Ja, wenn der eine will unbedingt diesen Job und wenn er den nicht erreicht, die Position, dann verfällt in eine Depression. Der andere in gleicher Situation sagt, da bin ich froh, dass ich den Job nicht machen muss, da hätte ich noch viel weniger Freizeit und so weiter und ist ganz zufrieden, dass er diesen Job nicht bekommt. Ja? Das heißt, es ist immer eine subjektive Frage, was einen kränkt und was einen nicht kränkt. Das ist wichtig auch in der Behandlung von Depressionen, weil was für einen kann es belanglos sein und für einen anderen ist das dieselbe Situation eine Katastrophe. Und natürlich muss man mit dem, der das Gefühl hat, und da kommt es auch zu einer psychischen Einengung, bei dem, der, wo man denkt, der hat eine, der sieht nur mehr dieses eine Unglück, muss man natürlich schauen, was es sonst noch an Fähigkeiten gibt. Also ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel, wenn jemand sagt, ich kann überhaupt nichts mehr. Ich kann nichts mehr. Dann fange ich ganz elementar an und sage, konnten Sie heute aufstehen? Ja, konnte aufstehen, weil er ja gekommen ist.
Also er kann aufstehen. Es gibt Menschen, die können nicht mehr aufstehen. Ja? Also er kann etwas. Konnten sie sich waschen? Können auch nicht alle. Ja? Und so weiter. Konnte er was essen? Konnte er in die Straßenbahn einsteigen? Und so weiter und so fort. Also sozusagen auf dieser basalen Ebene können nämlich Depressive doch vieles. Und dann sieht man, aha, man ist nicht ganz ohnmächtig. Man hat es nur sozusagen im Tunnelblick generalisiert. Ja? Man denkt nur, das sozusagen das schwarze Loch breitet sich über alles. Ist aber gar nicht so. Also es geht darum, die Ressourcen, über die jemand verfügt, hervorzuheben. Dann wurde schon erwähnt, das familiäre Klima mit vielen negativen Weltanschauungen. Das führt uns auch ein bisschen in die Frage der Biologie und ob man es vererben kann. Sie müssen sich vorstellen, wir alle sind genetische Produkte unserer Eltern. Jeder von uns hat vom Vater Gene, von der Mutter Gene. Aber wir haben so viele Gene, die sich mischen, dass man nicht sagen kann, was ist vererbt, was ist erworben, so ohne weiteres. Im Wesentlichen werden die meisten Depressionen nicht vererbt. Aber es gibt Familien, wo trotzdem sich ein Gefühl der Düsternis verbreitet. Die Mutter depressiv, der Vater depressiv oder aggressiv oft in der Abwehr der Depression. Gefühle der Verzweiflung, Gefühle, es hat alles keinen Sinn. Man wird sowieso nur betrogen von der Welt. Es lohnt nicht, in dieser Welt zu sein. Solche Familien gibt es, ja, die sich oft über Generationen zieht. So wie es auch Familien gibt, in denen eher Tour gespielt wird, ja, wo eine gewisse Heiterkeit um sich greift, wo man Kränkungen besprechen kann, überwinden kann. Aber Sie kennen sicher alle die Fälle, wo zum Beispiel ein falsches Wort in der Verwandtschaft dazu führt, dass die ihr Leben lang bessern aufeinander. Ich habe unlängst wieder einen Fall erlebt, wo ein Patient erzählt hat, er hat jetzt weiß ich nicht mehr genau den Satz, aber aus meiner Sicht was völlig Harmloses über seine Tante gesagt. Und der Sohn der Tante hat es irgendwie in die falsche Kelle gekriegt und seitdem ruht jeder Kontakt. Nicht? Und solche Dinge erzeugen natürlich depressive Gefühle. Ja? Man kann das Leben eigentlich kommunikativ nicht bewältigen. Also dieses familiäre Klima ist natürlich sozusagen prädestiniert dafür, dass man lernt, depressiv zu sein. Also in der Fachsprache spricht man von der erlernten Hilflosigkeit. Und schließlich ein weiterer Punkt sind natürlich Trennungserfahrungen, die mit den Kränkungen einhergehen. Trennungserfahrungen, die nicht verarbeitet werden können. Ich werde ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich komme vom Land und aus einer Bauernfamilie, wo noch nie wer studiert hat. Und ich habe mir eigentlich sozusagen immer wieder vorgestellt, wie das sein wird, wenn ich mein Doktorat habe. Ja, und habe das sozusagen in der Unsicherheit, ob ich das jemals erreichen werde, habe ich das immer auch positiv fantasiert. Und wie es dann zum Ende des Studiums hingegangen ist, wo ich mir schon gedacht habe, jetzt könnte ich es doch schaffen, habe ich mir dann vorgestellt, wenn ich dann fertig bin, schmeiße ich eine super Party. Ja, dann gibt es richtig Rambazamba. Und wie ich dann fertig war, das Gegenteil. Völlig melancholisch. Völlig. Ich habe mich selber gefragt, wie gibt's das? Ja? Null Bock auf Party. Und ich habe auch keine organisiert, nichts. Es war der Trennungsschmerz,
der Abschied von der Schülerrolle. Ja? Ich weiß nicht, wie lange geht man in die Schule? 15 Jahre, dann nochmal studieren, 20 Jahre, geht man in die Schule und plötzlich ist man in einer völlig unsicheren neuen Rolle. Trennungsschmerz. Und jeder, der sich ein bisschen nachprüft, wird diese Erfahrung bestätigen können. Immer wieder, wo man denkt, ha, super wird's, wenn ich den nächsten Schritt mache, ist dann traurig, weil das Leben doch anders ausschaut. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel mit den Kindern. Ja? Kind kommt auf die Welt und man ist dann plötzlich gar nicht mehr so heiter, wie man gedacht hat, dass das Glück vollkommen sein wird. Weil Trennung von der Situation davor. Nicht jeder. Weil ja, wie gesagt, jeder verarbeitet Trennungen anders. Ja? Dort, wo ein Paar zum Beispiel sozusagen heiratet, schon mit dem Ziel, Kinder zu kriegen und das ganz anders plant, als die, die sozusagen vorher lang zusammenleben und ein heiteres Leben haben oder ein relativ heiteres Leben haben und dann kommt das Kind und plötzlich ist aus mit Ausgehen. Ja? Die leiden unter Umständen schwer an dieser Trennungserfahrung. Und das könnte man natürlich fortsetzen. Ein wichtiger Punkt, weil ich hier einige nicht mehr ganz junge sehe, ist das Senium, also der Abschied im Herbst, werde ich übrigens darüber auch hier sprechen, Sie sind willkommen, über die Angst vor dem Alter. Die Erfahrung des Älterwerdens ist keine einfache, wenn man merkt, wie die Kräfte nachlassen. Das beginnt, viele Frauen beklagen so mit 40 herum, dass es beginnt. Männer sind ein bisschen später dran, aber ihnen bleibt es auch nicht erspart. Wenn die Potenz nachlässt, wenn die Hautfalten doch für einen selbst auch sichtbar werden und so weiter, dann muss man damit fertig werden. Und das ist nicht einfach. Und natürlich auch mit der Sterblichkeit und mit dem, dass das Leben, das man optimistisch in gewisser Weise doch begonnen hat, sozusagen einen Bogen macht. Und diese Trennungserfahrung, die zum Beispiel auch einhergeht mit Verlust der Arbeit, nicht, wenn man pensioniert wird, oder die Trennungserfahrung, wenn man Abschied nehmen muss vom gesunden Körper. Ja, und wir wissen, also die meisten Menschen im Alter sind multimorbid, so heißt der Fachausdruck. Das heißt, sie haben oft mehrere Krankheiten gleichzeitig oder haben natürlich hauptsächlich chronische Erkrankungen. Das ist nicht einfach. Und gemahnt einen sozusagen daran, wie klein man eigentlich ist. Ja, gegenüber dem Weltall, dem Weltenganzen. Nicht? Manche finden Trost in der Religion, aber auch viele finden darin keinen Trost. Und damit muss man fertig werden, mit dieser Trennungserfahrung vom gesunden Körper. Das ist ganz eine schwierige Erfahrung, die sehr häufig im Alter Depressionen erzeugt. Ein anderer Aspekt im Alter sind natürlich der Verlust der Menschen. Ja, ich habe gerade, heute wird eine Schulkollegin von mir eingegraben und voriges Jahr ist eine andere Schulkollegin von mir gestorben. Ich bin jetzt 55 und das hat mich ziemlich hergenommen. Ja? Und mich zu sagen, die Einschläge kommen immer näher. Ja, so ist es. Das ist sozusagen ein Stück Lebensrealität, an der man nicht verzweifeln muss. Sie kennen den Spruch, daher, nachdem es so ist, carpe diem, fange den Tag, genieße den Tag. Nicht? Das kann die Antwort darauf sein. Man muss daran nicht verzweifeln, aber für viele Menschen ist es schwer, sozusagen von diesen positiven Selbsterfahrungen Abschied nehmen zu müssen. Nicht? Ich habe zum Beispiel einen Patienten, der ist jetzt 86 und war Kameramann und er blindet langsam.
können Sie sich vorstellen, wie schwer das für ihn ist. Ja? Ein Augenmensch durch und durch. Ja? Und er blindet langsam. Ist natürlich entsprechend melancholisch. Ach, das ist aber nicht, danke. Mundtrockenheit ist übrigens auch ein Symptom, gell? In diesem Fall jetzt gerade nicht. Jetzt sehe ich schon, dass ich mich ein bisschen verplausche. Ich hoffe, es ist nicht... Geht's noch? Ja. Neben diesen Punkten, die ich jetzt erwähnt habe, gibt es natürlich viele sogenannte soziale Anlässe. Wir leben in einer Welt, die ganz stark auf Konsum aus ist, die ganz strukturiert ist auf Konsum. Ja, das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht weiter erläutern. Und das führt einem natürlich weg von sich und von den Beziehungen. Ja, denken Sie nur daran, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, keine Zeit zu haben. Obwohl jeder hat die gleiche Zeit, trotzdem haben viele das Gefühl, ich habe keine Zeit. Oder ich habe keine Zeit mehr fürs Wesentliche. Das hängt natürlich zusammen mit dieser Konsumorientiertheit. Ein weiterer Punkt ist, dass die Familienstrukturen sich in Richtung Vereinzelung entwickeln. Die Älteren unter Ihnen wissen das. Die leben oft einsam. Und, aber auch viele Jüngere, das Single-Dasein hat es früher sozusagen nur bei der speziellen, beim speziellen Fräulein Lehrerin gegeben, aber sonst kaum. Mittlerweile ist das Single-Dasein für viele eine völlig akzeptierte Lebensform, aber genießen auch viele, dass sie niemandem verantwortlich sind gegenüber, aber viele der Singles klagen über Einsamkeit. Von Wilhelm Pusch gibt es einen wunderbaren Spruch. Den sage ich manchmal, den darf man aber nicht immer sagen, weil manchmal kränkt man Menschen auch damit. Aber er sagt, wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Das muss man auch bedenken. Ja, das ist das Gute dran. Dann ein wichtiger Punkt sind natürlich keine gemeinsamen familiären Ziele. Ja, wenn Familien zerbrechen, wenn die Kinder ganz andere Wege gehen, der Partner ganz andere Interessen entwickelt, das ist oft im Alter. Oder auch erkrankt, ja. Chronische Krankheit, Demenz zum Beispiel, ist für viele Partner eine furchtbare Situation. Für Betroffenen sowieso. Dann ein weiterer Punkt, die sozusagen kollektive Zukunftsangst, die immer wieder auftaucht. Ja, wie wird es werden? Die Vergiftung der Nahrungsmittel, die Erwärmung der Welt, die kriegerischen Auseinandersetzungen, der Terrorismus und so weiter. Natürlich von den Medien geschürt auch, ja, Vorstellungen, die Zukunft ist dunkel. Ja, da ist es schwer, oft sich zu entziehen und zu sagen, aber für mich nicht. Ja, auch weil ja jeder weiß, er kann selbst Opfer dieser Dinge auch werden. Dann im Konkreten, weil das heutzutage sozusagen ein strukturelles Problem ist, am Arbeitsplatz die Situation, dass man nicht mehr weiß, wie es morgen weitergeht. Die Pragmatisierungen gibt es kaum mehr und die Arbeitsplatzunsicherheit ist sehr groß. Es kann innerhalb von wenigen Jahren sich die Arbeitsplatzsituation für jeden von uns dramatisch ändern, insbesondere dann, wenn er längerfristig krank wird. Und natürlich damit einhergehend oft ein sozialer Druck, sich gut darstellen und erfolgreich erscheinen zu müssen. Jetzt komme ich schon etwas zur Behandlung, nämlich was kann man machen, wenn jemand depressiv ist.
Ich habe das schon erwähnt. Ein wichtiger Punkt ist, zu begreifen, wie es dem anderen geht. Sozusagen, wie der Carl Rogers es einmal genannt hat, in den Schuhen des anderen gehen. Sich einzufühlen in seine oder ihre Situation. Das ist das Allerwichtigste. Die Appelle, dass der andere sich zusammenreißen soll oder dass man sich abwendet, sind in Wahrheit eigene Zeichen der Hilflosigkeit. Aber es ist für den Betroffenen oft von Wert, wenn man ihm signalisiert, ich kann verstehen, wie man sich in der Situation fühlt. Da muss man noch nicht wissen, macht das oder jenes. Es genügt, wenn man mal versteht, in welcher Situation der andere sich befindet. Und damit verbunden bei besonders schweren Depressionen dieses Mitgefühl, wenn der andere sozusagen über diese völlige emotionale Dunkelheit spricht, über das schwarze Loch, wie ich das nenne. Aber es darf nicht das Einzige sein. Das ist das Erste und Wichtigste. Das Zweite ist natürlich, wie ich schon sagte, die Ressourcenorientierung, das heißt, zu schauen, was kann der andere noch. Und, ich habe es hier genannt, Paradoxien herstellen. Ich werde Ihnen eine Anekdote erzählen. Ich hatte mal eine Seminargruppe, 5 Tage, da war eine ältere Dame drinnen, etwas über 60, die hat ganz in Grau gekleidet, tief zerfurchten Gesicht, sichtlich unglücklich, hat sie gesagt, am zweiten zuerst gar nichts gesprochen, am zweiten Tag hat sie dann gesagt, sie wird sich umbringen. Und sie hat alles geplant, jeden Schritt. Und es gibt schon ein Datum, das war im November die Gruppe und im April wollte sie sich umbringen. Datum, weiß nicht mehr, 19. April, fix. Und alle waren schockiert, ich auch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie soll, ich wusste nicht, was ich machen soll in der Situation, ja, es war dermaßen glaubwürdig. Und dann habe ich gesagt, sie soll doch jetzt erzählen, wie sie das plant. Und dann hat sie also begonnen, das zu enthüllen, sozusagen, wie sie die Verwandtschaft ablenkt und Medikamente, habe ich sie gefragt, welche Medikamente, die hat es dann aufgezählt, das hat also wirklich gereicht, das hat sie alles gewusst, ja, und wie sie dann in die Küche geht, sich das anrührt und dann aufs Bett legt und dann wird sie weg sein und Abschiedsbriefe, dann hat sie alles geordnet und dann wenn sie schickt und so weiter, also alles bis ins Kleinste. Aber dann kam die Stelle, wo sie gesagt hat, und dann mische ich die Medikamente ins Joghurt. Und dann habe ich gesagt, welche Sorte? Und das hat sie nicht bedacht, sozusagen, und musste lachen und damit war sozusagen der Bann gebrochen. Ja? Und also ich habe sie dann später mal gesehen in Wien, sie hat also diesen Termin nicht eingehalten. Ich weiß nicht, ob das eine Schlüsselsituation war, das kann man nicht belegen, aber für uns in der Gruppe war das eine Schlüsselsituation und für sie auch in diesen Tagen. Und sie war dann sozusagen, konnte sich öffnen und dann erzählen über ihr Leben. Also. Entschuldigung, ja, darf bitte, ich da ein paar bitte. Worte? Sie haben jetzt, das ist so ein geplanter Selbstmord oder so. Viele Leute sagen, dann bringe ich mich um. Wie geht man um damit, wenn einem einer sagt, dann bringe ich mich um? Es gibt ja, man sagt immer, die tun es dann eh nicht. Aber ist, ja, das stimmt wie nicht. Gehe ich um mit so einem Menschen, wenn das in einer Gruppe oder wo geäußert wird? Ja, also da gibt es jetzt kein Patentrezept, aber. Das Erste ist, man muss einmal schauen, warum will sich jemand umbringen. Erzählen Sie mir, warum wollen Sie sich umbringen?
Zum Beispiel sagen Sie was, sagen Sie was, weil der Partner nicht mehr zurückkommt. Da würde ich sagen, ja, aber gnädige Frau, schauen Sie sich um. Bei Ihrem Aussehen und Ihrem Charme finden Sie in Linz, schätze ich, wahrscheinlich zwischen 5.000 und 7.000. Das glaube ich Ihnen aber nicht in der Situation. Ja, macht nichts. Sie müssen es mir auch nicht glauben, aber ich weiß es. Ja, sozusagen. Und da müssen Sie schon ein bisschen schmunzeln. Nicht? Sozusagen. Weil dann ist es vielleicht nur mehr eine Frage der sozialen Technik, wie Sie dann zu einem anderen Partner kommen, der Ihnen vielleicht mehr gibt als der Letzte. Und dann sind wir schon beim Bearbeiten des Problems. Ich bin kein Therapeut. Ja, ja, ich sage ja nur, was ich sagen würde. Aber Sie können das ja auch sagen. Sie können das ja jemandem auch sagen. Das ist, hindert Sie ja nicht, therapeutisch zu sein. Nein, aber ich hoffe, ohne, das habe ich dann auch. Naja, weiß man nicht. Nicht. Aber das Erste ist natürlich, dass man verstehen lernt, um was es geht. Weil es ist ein Unterschied, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe Krebs im Endstadium. Wir haben eine leider nicht geführte Euthanasie-Diskussion in Österreich. Ja? Aber ich finde, jemand muss das Recht haben, wenn es unerträglich wird, zu sagen, jetzt ist Schluss. Das ist natürlich meine Meinung, aber es gibt andere Meinungen auch. Ja? Aber das ist ganz eine andere Situation, wie wenn jemand sagt, ich muss mich umbringen mit 18, weil ich habe das Auto von meinem Vater zu Schanden gefahren. Und leider haben wir solche Fälle, dass Jugendliche mit 18 bei einem leichten Verkehrsunfall, wo das Auto ein bisschen eindutscht ist, Selbstmord begehen. Das ist ganz eine andere Situation, wie wenn jemand in der Endphase des Lebens steckt und sagt, ich will mit meinen Schmerzen nicht mehr weiterleben. Zum Beispiel, ja, solche Fälle gibt es ja. Aber es gibt auch Menschen, die, wenn man mit ihnen sozusagen entsprechend einfühlsam spricht, dann entscheiden, weiterzuleben, auch mit schweren Krankheiten. Ja, ich möchte das nicht als entweder oder, sondern das sind sehr konkrete, individuelle Entscheidungen. Also die Kunst ist es sozusagen herauszufinden, was braucht der andere Mensch. In dem Fall der depressive Mensch. Was braucht derjenige, um sich wieder selbst sozusagen in seine Schicksalsbahn besser einzufinden? Und da gibt es kein Patentrezept. Im Gegenteil, es gibt viele Rezepte. Ja, ich werde manchmal gefragt, zum Beispiel, ob Sport, weil Sie das erwähnt haben, ja, ob Sport ein Antidepressivum ist. Ja, fraglos. Ja? Fraglos, viele Menschen machen Sport als Antidepressivum, ja? Weil das sozusagen den Stoffwechsel im Hirn positiv beeinflusst. Und man muss nicht Sport machen, es genügt auch Bewegung, wie man mittlerweile weiß. Also spazieren gehen hilft. Es gibt viele Maßnahmen, die einem helfen, in eine bessere Stimmung zu kommen. Ja, das löst oft nicht das zugrunde liegende Trauma, aber es verbessert die Stimmung. Ja, Bewegung zum Beispiel ist ein wichtiges Element. Ist ein wichtiges Element. Wie schaut es mit Tieren aus? Ja, Tieren. Wunderbar. Es gibt Untersuchungen, dass Menschen zum Beispiel, die Hunde haben, besser drauf sind. Katzen auch. Ja, überhaupt Haustiere. Ja, also von Hunden kenne ich es konkret. Ich kenne es von Katzen. Sie kennen es auch von Katzen konkret. Also Haustiere sind was Wunderbares. Und umsonst haben nicht viele Menschen Haustiere. Und es gibt auch sogenannte Therapietiere. Ja, Pferde, Hunde, Katzen, Meerschweinchen. Ich habe eine Patientin, die hat Hasen, die hat Hamster. Ja, ein paar Dutzend Hamster, um die sie sich kümmern muss, die große Familie. Ja, aber warum nicht? Es gibt ja was. Nicht? Und jeder hat, also
Das ist übrigens eine wichtige Anti-Suizid-Maßnahme. Verantwortung. Ja, Verantwortung für jemanden bringt einen oft von Selbstmordgedanken weg. Nicht? Aber auch hier geht es wieder darum, man muss schauen, dass das Tier nicht allein ist. Wieder die Zukunftsperspektive, ja, von der ich am Anfang gesprochen habe, das Aufbauen einer Zeitstruktur. Dann kommt man weg von der Depression. Und ein wichtiger Punkt ist noch, da möchte ich noch jetzt abschließend darauf eingehen, gefangen sein in einer Situation, dieses Gefühl kennen wir alle. Der Depressive aber noch viel mehr in der Depression oder wenn wir selber in der Depression sind. Aber häufig zum Beispiel merkt man, dass Menschen depressiv sind, wenn sie sich ärgern. Insbesondere Männer, ja, neigen dazu, stärker als Frauen, wenn sie verzweifelt sind, nicht zu verstummen, sondern Ärger auszudrücken. Das ist ein wichtige Erscheinung sozusagen, wenn man depressiv ist. Und nicht hinter jedem Ärger steckt die Unzufriedenheit mit dem anderen, sondern häufig die Unzufriedenheit mit sich selbst. Dann ein wichtiges Gefühl bei Depressionen ist das Schuldgefühl. Selbstzweifel habe ich schon erklärt, aber das Schuldgefühl. Schuldgefühle, dass man etwas nicht richtig gemacht hat im Leben, den Eltern gegenüber, der Familie, sich selbst gegenüber, den Kindern gegenüber und so weiter. Schuldgefühle sind in Wahrheit Aggressionen, die anderen Menschen gelten. Also wenn jemand über Schuldgefühl sagt, ich fühle mich schuldig, dann frage ich immer, wem gegenüber fühlen Sie sich schuldig? Und dann kommt heraus zum Beispiel den Eltern gegenüber. Und dann kommt heraus, wenn man dann tiefer bohrt, eigentlich sind sie furchtbar ärgerlich, dass die Eltern zum Beispiel etwas von ihnen gefordert haben, was sie gar nicht liefern konnten. Ja, also hinter Schuldgefühlen stecken immer Aggressionen. Dann diese Desinteresse und Leere, das viele Depressive empfinden, ist sozusagen, hat eine Kehrseite. Ja, und die Kehrseite heißt, dass Depressive sehr wohl ganz beziehungsorientiert sind, aber in der Verzweiflung das gar nicht spüren. Weiteres Symptom ist natürlich die Langeweile. Das fängt bei der Sonntagslangeweile an und kann sich sozusagen wie ein Spinnwebennetz über das ganze Leben strecken. Und natürlich autoaggressive, also aggressive Impulse gegen sich selbst und auch gegen andere. Die Gegenwelt, und damit möchte ich dann schließen, die Gegenwelt zur Depression heißt kreativ sein, dialogfähig werden, die Vielfalt der Fantasien wiederbeleben, akzeptieren, dass es eine Zeit zum Trauern, aber auch eine Zeit der Freude gibt. Vielleicht noch kurz zum Unterschied Trauer-Depression. Die Trauer ist normal, wenn man sich von etwas trennt. Die Trauer wird zur pathologischen Trauer, so nennt man das auch, und zur Depression, wenn es nicht mehr aufhört. Ja? Also wenn ein Partner stirbt zum Beispiel und man trauert 2 Jahre, ist das normal. Man spricht vom Trauerjahr, aber in Wahrheit dauert es ein bisschen länger. Aber wenn man nach 3-4 Jahren noch immer so trauert oder noch ärger trauert, dann trauert man nicht mehr um den Partner, dann hat man eigentlich eine Depression. Also eine Trauer von einem Jahr bei starken Beziehungen ist normal. Und ich finde das auch unverantwortlich, dass dann Ärzte da immer Medikamente geben. Ja? Weil Trauer ist nämlich ein Verarbeitungsmechanismus. Das ist ganz normal.
man versucht sozusagen, das Gute und das Schlechte der vergangenen Beziehung in sich irgendwie in einen Ort zu geben. Das ist ein normaler Vorgang und notwendig. Und das will man nicht abdämpfen, finde ich. Und möchte schließen mit dem Satz von Sigmund Freud, der einmal geschrieben hat, er hat die Gewissheit, nicht von der Erde fallen zu können. Und wenn man sich das vorstellt, dann wird das Depressive gleich ein bisschen leichter. Danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Professor Pritz. Ich glaube, es war ein sehr anschaulicher, sehr plastischer Vortrag, der auch sehr bewegend war. Ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut. Es wird vielleicht noch einige Fragen geben. Sie müssen zum Zug. Gibt's noch Fragen oder etwas, was offen geblieben ist aus auf der Tafel, was man geschrieben hat? Vielleicht ein bisschen zur Vorsorge. Können wir noch, was kann ich selber tun? Meine Seelenhygiene. Damit ich in keine Depression hineinkomme. Geht das? Gibt's da was? Na, es gibt vieles. Ja, es gibt vieles. Das fängt damit an, dass man sich selber Freude bereitet. Das kann in meinem Fall zum Beispiel vom Essen sein, bis hin zur Musik, zu Freunden treffen, dass man schaut sozusagen, was macht mir Freude, unabhängig davon, ob das jetzt passt oder nicht passt. Ja, das ist ein zentraler Punkt. Aber Hausrezepte verteilen ist natürlich unsinnig, weil ja eh jeder von Ihnen weiß, was ihm taugt. Nicht? Wie schaut es mit dem Umgang mit Gefühlen aus? So viele Leute sind relativ cool oder kalt, das wird ja immer populärer. Naja, das ist schon leider ein Symptom. Ja. Das, insbesondere Menschen, die cool wirken, da weiß ich genau, die brennen innerlich. Ja? Menschen, die abweisend sind, da weiß ich genau, die bewegt Irrsinniges. Oder unnahbar, das ist unnahbar. Das Unnahbare weiß ich, das ist sozusagen, dahinter lodert es besonders. Wenn man das einmal weiß, nimmt man sozusagen solche Menschen lockerer. So wie die Arroganz ja in Wahrheit eigentlich Ausdruck eines Kleinheitsgefühls ist. Wenn man das einmal weiß, dann nimmt man einiges locker bei den anderen. Und in Wahrheit ist es ja ein Selbstschutz. Ja? Sozusagen, wenn man distanziert ist, heißt das ja, scheinbar. In Wahrheit ist man aber empfindlich wie eine Mimose. Ja? Und gerade die ausdauern, heftig, sind oft die empfindlichsten. Aber das versteht man auch, weil die müssen austeilen, um sich zu stabilisieren. Ja? Selbstentwertung, Fremdentwertung. Ihr seid nichts wert, ja? Das ist das Austeilen. Und sind besonders sensibel und gehen auf in Glück, wenn man etwas Positives an ihnen findet. Sozusagen. Bitte. Wenn man wirklich depressiv ist, interessiert einen ja nichts. Richtig. Da hat man nichts Lust. Genau. Also da muss man sich quälen, dass man so zu einem Vortrag geht wie zu Ihnen. Aber ich finde es toll, dass Sie gekommen sind. Und außerdem so mehrere gute Beiträge schon geliefert haben, möchte ich feststellen. Dankeschön. Bitte. Ja, wenn Sie denken, was ich gesagt habe über Ressourcenorientierung. Also wenn Sie jetzt sich vorstellen, was kann mein Partner? Was kann er noch? Und dass sie das mit ihm machen, was er kann. Nicht etwas fordern, was er nicht kann. Aber sie werden merken, er kann viel mehr, als man so aufs Erste hin denkt. Ich glaube, es war noch eine Frage dahin. Bitte. Sie haben ja erwähnt, Zukunftsängste, da haben Sie mir leider ein bisschen zu wenig dazu gesagt, weil das sind ja keine eingebildeten Ängste, sondern reale Ängste. Ja. Aber was ist eine reale Angst jetzt in Ihrer Sicht, aus Ihrer Sicht? Ja, und was ist jetzt gegeben? Was ist jetzt, welche Zukunftsangst ist? Na eben. Aber gewisse Tatsachen, dass die
Also mich zum Beispiel erschreckt die Erwärmung nicht. Konkret. Die Erderwärmung, ja. Erschreckt mich nicht. Genau. Und das müssen Sie für sich sozusagen herausfinden. Wenn Sie denken, ein Säugling, der hat überhaupt nichts und lebt. Ja? Wir haben zum Beispiel daheim einen Hund. Das fasziniert mich, ja? Wie die für sich lebt ohne Plan. Ja? Sozusagen. Geht davon aus, dass sie versorgt wird. Und lebt für sich sozusagen autonom, ja. Und so einen Zustand, denke ich mir, möchte ich auch oft erreichen, ja. Da machen uns sozusagen die Tiere so einiges vor. Ich glaube, wir... Bitte. Ah, ja, Mai. Ja, warte, 6, 7, 8, 9, in 9 Minuten geht mein Zug, aber es geht sie aus. Also die Herbst-Winter-Depression wird meistens von den Psychiatern beschrieben als eine jahreszeitbedingliche Depression. Und meine Theorie, und die finde ich häufig bestätigt, ist, dass die Depression beginnt im Herbst und endet oft im Frühjahr. Ja, der Mai ist dann der Wonnemonat, umsonst heißt er nicht so. Aber wenn man sich schaut, was passiert im Herbst, die Arbeit beginnt wieder, der Urlaub ist vorbei, die kleinen Kränkungen, die kleinen Frustrationen des Alltags machen einen wieder fertig. Das frühe Aufstehen, das regelmäßige Arbeiten, die Kinder, die Verpflichtungen. Da gibt es so viel Kränkungspotenzial, dass man sehr leicht verstimmt wird. Beweis: Seit einiger Zeit gibt es die Einführung mehr und mehr, und das begrüße ich sehr, des Herbsturlaubs. Dass im November werden Schultage zusammengelegt und so weiter, ein Wochenurlaub. Und die Herbstdepression ist verflogen. Ja? Weil der ganze Druck wieder weg ist. Und da muss man gar nicht auf Urlaub fahren, genügt schon, wenn man eine Woche nichts macht. Das ist für mich der Beweis, dass in den meisten Fällen die Herbst-Winter-Depression eine Folge von, ich sage immer, Mikrotraumata ist, von vielen kleinen Kränkungen. Und nicht biologisch bedingt, keineswegs. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir möchten den Herrn Professor nicht mehr aufhalten. Er wird jetzt antidepressiv zum Zuhetzen. Danke für diesen Vortrag. Vielleicht sehen wir uns am 23. bei den Schulängsten wieder. Und ich möchte Ihnen noch 5 Zeilen mitgeben aus einem Buch, die uns alle helfen, wenn wir mal wirklich so wieder down sind. Egal wie viel Böses du in der Welt siehst, egal was dich traurig und verzweifelt macht oder bewirkt, dass du nicht mehr weiter weißt und nicht mehr weißt, wo es lang geht. Gib nicht auf. Da draußen wartet immer noch ein Leben auf dich. Ich wünsche Ihnen, dass heute da draußen noch ein sehr gemütlicher und erholsamer Abend auf Sie wartet. Dankeschön.